Moin Moin, herzlich willkommen zurück zur vierten Folge von My Summer Car. Irgendwie macht das Auto draußen Theater. Nicht, dass uns das jemand stehlen will hier. Nee, anscheinend nicht. Es ist früher Morgen, wie ihr seht. Und ich habe Hunger. Und ich muss pinkeln. Moment, kümmern wir uns erstmal um das Geschäftliche. So. Schneller. Schneller. Wunderbar, gut. Den Rest verteilen wir irgendwo in der Wohnung. Mache ich zu Hause auch immer so. Was haben wir denn hier Leckeres zu beißen? Vor allem auf dem Essen. Das ist natürlich besonders hygienisch. Zack. Hunger habe ich nicht mehr. Dafür habe ich jetzt ein bisschen Durst. Kopf in die Wand, dann läuft das. Wunderbar. Stress geht, glaube ich, runter, wenn ich die Sauna benutze, ne? Aber ich will die Sauna nicht benutzen. Kann ich das? Ich habe zwei Fragen an euch. Erstens, wie kriege ich meinen Stress runter, außer die Sauna zu benutzen? Und zweitens, möchte ich wirklich mal dringend wissen, warum fahrt ihr so auf diese My Summer Car Videos ab? Und warum ist alles andere so viel weniger beliebt? Egal, was ich spiele. Ich muss jetzt erstmal dieses Motorrad versuchen anzumachen. Egal, was ich spiele. Benzinleitung, Benzinhahn wurde mir irgendwo gesagt. Da ist der Vergaser, da muss da oder am Tank oder irgendwo dazwischen. Ah, hier. So, ist der jetzt offen? Moment, ich muss das Ding mal umdrehen. Also, egal, was ich spiele, es ist grundsätzlich unbeliebter als irgendein Video von My Summer Car. Und ich verstehe es einfach nicht, ne? Ich kriege es nicht in die Rübe. So, jetzt habe ich das schon. Okay, also so ist einfach offen. Gut, dann müssen wir jetzt mal hier draufklettern. Driving Mode an. Dann brauche ich mein Gamepad. Das habe ich mir jetzt schlecht vorbereitet, wieder der Vince. Das habe ich mir jetzt hier nicht geholt. Aber Gas funktioniert, Lenken funktioniert auch. So, Kickstarter. Geil. Auf Anhieb angesprochen. Vielen Dank für den Tipp. Läuft ja super, das Ding. Wie fahre ich jetzt damit? Okay. Gut, das mit dem Schalten üben wir nochmal. Rum, bam, 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 bam. Kann man damit auch irgendwie, wie heißt das? So Videos machen oder Stoppies oder so? Ist ja ein cooles Teil, ne? Ja, wie das Licht immer heller wird, wenn ich den Gang wechsle, weil dann der Motor weniger Last hat. Okay, Ziel Nummer 1 erreicht, auf jeden Fall, das Motorrad fährt. Vielen Dank für den Tipp, ich kann mich nur wiederholen. Immer noch schade, dass mein Track hier nicht funktioniert. Richtig ärgerlich. Wo ist mein Zuhause da? Also ich möchte wirklich gerne von euch in den Kommentaren wissen. Erstens, verdammt, jetzt weiß ich selber nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich muss mich hier gerade auch konzentrieren, wollte ich sagen. Oh, also rückwärts geht immer, okay. Erstens, wie werde ich meinen Stress los? Außer Sauna. Und oh Gott, Vince, du checkst auch gar nichts, ehrlich. Und zweitens, warum dieses My Summer Car? Jedes andere Spiel, völlig egal was, unbeliebt, aber My Summer Car, das wollt ihr alle sehen. Warum hält denn das blöde Ding so schnell an, wenn ich den Gang rausnehme? Naja, ist egal. Brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Weil. So. Da kannst du jetzt stehen bleiben, Motorrad. Naja, Motorrad ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, ne? Ich habe beim Durchgucken des Videos. Achso, das ist der vom Feuerlöscher. Stimmt, das habe ich auch noch mitgekriegt. Machen wir hier erstmal das Tor zu und schnappen uns den LKW. Denn unsere nächste Aufgabe war, ich hatte euch versprochen, ich gucke, wo diese Autowracks sind, aber ich gucke nicht zu genau. Ich weiß, dass eins von den Wracks, ich habe mir das so gemerkt, ich muss hier gleich rechts rausfahren, ungefähr da, wo ich schon gesucht habe. Und dann kurz vor den Eisenbahnschienen kommt das.
Ach so, ja, vorglühen. Ja, komm, mach aus dem Mist. Ich nehme mir diesmal mal was zu trinken mit. Nicht, dass das wieder so knapp wird wie vorhin. Vorhin ist gut. Beim letzten Mal ist schon ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Sonst hätte ich ja eure Kommentare nicht sehen können. Aber ich habe gar nichts zu trinken zum Mitnehmen, ne? Komm, wir nehmen den Bierkasten. Klimper, klimper. Was es hier mittlerweile alles neu gibt. Ich habe auch gelesen, dass man. Also ihr dürft mir das nicht verübeln, dass ich ein bisschen lese. Ihr wisst selber, wie kompliziert dieses Spiel in manchen Situationen sein kann. Ich habe mir gewiss nicht viel durchgelesen und ich stehe auch zu allem, was ich gelesen habe. Ich habe unter anderem gelesen, dass jetzt man diesen Typen nach Hause fahren kann. Das konnte man ja vorher auch schon, als ich gespielt habe. Aber man kann den wohl fünfmal nach Hause fahren und dann findet man Geld. Ich meine, das war auch schon mal irgendwie als Kommentar unter einem von meinen Videos. Und dann findet man Geld oder der sagt einem, wo Geld ist. Und wenn man das nimmt, dann wird man abends geschlachtet von dem Typen. Finde ich auch ganz interessant. Nicht, dass ich es ausprobieren wollte. Oh. Der war an, oder? Was, jetzt muss ich schon wieder vorglühen? Mein Gott, Spiel, fick dich, ehrlich. Ach, Entschuldigung, habe ich es nicht gesagt? Habt ihr nicht gehört? Komm, mach aus, die Glühbirne da. Gas. Jawohl. So, Handbremse. What the fuck? Handbremse los. Ja, so war das früher in den LKWs. Oh, die Hecke steht im Weg. Ach, passt. Nächste Frage an euch. Kann man diese scheiß Scheiben irgendwie sauber machen? Das müsste ich mal ausprobieren. Irgendwie mit Wasser oder so. Wenn ich da gleich noch dran denke, dann probiere ich das gleich mal. Ich weiß auch nicht mehr, wie man Sachen aneinander befestigen konnte. Ich hoffe, dass ich da jetzt kein Seil für brauche oder so. Dann passiert die nächste peinliche Nummer gleich. Und dann auch noch mit Ankündigung. Aber ich meine, das ging irgendwie ohne Seil. Ich hätte das vielleicht mal gerade probieren sollen. Da standen ja genug Fahrzeuge, die ich hätte irgendwie zusammenziehen können oder so. So ein kleines Mini-Mofa hatte ich übrigens als kleines Kind mal. Aber ich kann mich da kaum dran erinnern. Das war irgendwie so eine Bastelbude, die kaum fuhr. Aber irgendwie als Joke-Geschenk habe ich das mal gekriegt. Und das fuhr auch. Also ich bin ein paar Mal damit auch hoch und runter gefahren. Aber ich war halt echt ein bisschen klein dafür. Ich war, glaube ich, 7 oder so. Ja, ich habe relativ früh angefangen mit solchen Fahrereigeschichten. Ich habe auch schon zu dem Zeitpunkt meine ersten Autos mehr oder weniger gefahren gehabt, weil man noch nicht an die Pedale dran kommt. Und dann muss man irgendein Erwachsener mal einen auf den Schoß nehmen und man kann dann nur lenken, selber nicht an die Pedale. Muss dann jemand anders für einen machen. Ist dann wahrscheinlich in dem Alter auch zu kompliziert. Alles auf Privatgrundstück natürlich. Nicht so, dass ich damit so in der City rumgefahren bin oder so. Aber das waren meine ersten Kontakte zu Autos. Fing früh an alles bei mir. So, gucken, dass hier nicht die Eisenbahn um die Ecke kommt. Ich hoffe, die hupt oder so. Hopp. Weil es ist, wie gesagt, ein bisschen problematisch, mich hier umzugucken. Clicker-Heroes. Wie kann man sowas spielen? Okay, ich habe es noch nie gespielt. Ich kann es auch schlecht beurteilen. Aber trotzdem. Wie kann man sowas spielen? Ich gehe mal in die Low hier. Das war kein Gewicht, aber trotzdem. Ich kann mir vorstellen, dass es gleich ziemlich witzig wird mit dem Auto. Ihhh, was blendet das so? Mit dem Auto am LKW hängend durch diese Kurve hier zu fahren. Seid ihr eigentlich schon mal dieser Bahn auf den Grund gegangen? Spawnt die einfach nur immer da und fährt hin und her? Oder was macht die da? Da müssen wir auch mal nachgucken. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Machen wir nicht mehr in der Folge. Wir schaffen es wahrscheinlich nicht. Aber
Irgendwann einen Tag muss ich mal zum Ende der Bahnstrecke fahren und mal gucken, was da passiert, wenn die Bahn da ankommt. Weil gesehen habe ich sie ja schon. In der letzten Folge habe ich diesen komischen Zug da schon gesehen. Aber ich bin brennend neugierig darauf, was damit ist. Der Folge hier müssen wir ein bisschen gucken, dass wir Geld reinkriegen. Da fährt der Zug schon wieder rechts im Bild. Jetzt ist er schon weg. Jetzt müssen wir ein bisschen Kohle verdienen hier. So, ich fahre jetzt erstmal bis zur Bahn. Hier ist die Bahn. Okay, kurz vor der Bahn rechts, habe ich gesagt. Ne? Ach, sag nicht, die Dinger stehen in Scheunen. Toll, ich dachte, die liegen einfach so irgendwo in der Pampa rum oder so. Mach mal die Handbremse rein. Ich lasse den Motor aber laufen. Sprit haben wir genug. Aus einem Ritsch, mein 300 Dollar. Ja, tatsächlich, da ist ein Wrack drin. Wie kriege ich das auf? Sag nicht, ich brauche Werkzeug, um das Ding aufzumachen hier. Nein. Na komm, aber so wie ich das Spiel kenne, will mich das nur wieder ärgern. Und in Wirklichkeit muss ich einfach den finnischen Weg machen. Und dann geht das auch. Lass mich jetzt hier rein. Danke. So, versuchen wir mal die finnische Methode, diese Türen zu öffnen. Ohne Handbremse bitte. Funktionieren eigentlich? Ja, die Rückspiegel funktionieren ja sogar. So. Vielleicht wieder nach vorne gucken. Ne, die finnische Methode funktioniert nicht. Okay, das versuche ich jetzt. Finnische Methode V2. Einfach das Auto durch die Wand anzubinden und dann rausziehen. Vielleicht geht das. So, warte mal, jetzt muss ich hier, das kann ein bisschen dauern, weil ich hier ständig mit dem... Scheiße, jetzt rutscht der blöde LKW an oder runter. Scheiße, ich stehe gleich neben der Hütte. Auf zu rutschen, du Vieh. Nein! So, das müsste ja eigentlich schon relativ nah dran sein, ne? Toll, mein Bierkasten hier umgeschmissen. Dass man nicht in alle Richtungen. Na! Dass man nicht in alle Richtungen drehen kann, ist auch ein bisschen Banane. Der Zug? Ich denke schon, was macht mein Motor auch immer für Geräusche? Wie ging das jetzt hier nochmal? Ach Gottchen, ich weiß es alles nicht mehr. Ah, hier. Towing Hook, genau. So. Geht das? Nee. Also die finnischen Methoden funktionieren irgendwie alle nicht. Das ist extrem schlecht. Ich weiß nämlich nicht, wie ich in diese Scheune jetzt reinkommen soll. Oh, aber ich habe rausgefunden, wie ich oben drauf komme. Schön, ich hänge fest. Nee, doch nicht. Das Ding ist aber auch schief, ne? Mein Gott, ist dieses Spiel hässlich. Also ich kann euch erklären, wie ihr auf die Scheune draufkommt, aber ich kann euch nicht erklären, wie ihr in die Scheune reinkommt. Ich habe ein Problem. Fuck! Ah, warte mal, ich hatte doch hier irgendwo... Ah, nee. Schieben? Nee. Was gab's denn hier noch so für Knöpfe?
die. Ja, Meister genau. Weg, du. Nee. So. Ja. Ja. Was dieser Knopf hier Ja. soll, das weiß ich auch noch nicht so genau. Ja. Aber ich werde durstig, wenn ich schlage. Schlecht. Das ist extrem schlecht. Hallo? Warte mal, mach dich mal aus hier. Ich glaube, ich bin hier noch eine Weile. Was ist, wenn ich die Pulle dahin werf? Nix. Brauche bestimmt ein Beil oder sowas, ne? Scheiße. Mann, hättet ihr mir das nicht dazu schreiben können? Ihr seid aber auch böse manchmal. Schiebe ich alles auf euch, ihr seid schuld. Fuck, wie konnte ich an sowas nicht. Ich meine, aber ich bin davon ausgegangen, dass die Dinger einfach offen rumstehen und nicht, dass die in der Scheune stehen. Und erst recht nicht, dass diese scheiß Scheune auch noch zu ist. Gut, also Retour. Ja, jetzt ist mein Stresslevel hoch, das kann ich verstehen. Geht mir genauso gerade. Mann, 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 Mann. Bin ich hier wieder so eilig unterwegs, gleich baue ich bestimmt wieder gefährliche Unfälle. Boy. Das Schöne an dem Motorrad ist, dass sie das jetzt endlich eingefügt haben, dass wenn hier irgendwelche Unfälle passieren oder so, dass man dann nicht mehr von zu Hause wieder bis zum Auto hinlatschen muss. Das hatte ich ja so oft kritisiert in den Folgen. Also nicht, dass sie das jetzt wegen mir gemacht haben, das werden wahrscheinlich 10.000 andere Leute auch kritisiert haben. Aber das hat mich ja auch immer so aufgeregt, dass sie, dass man dann immer dahin latschen musste. Da habe ich ja lieber dann immer nach jeder Folge gespeichert und neu geladen. Das war dann irgendwie immer einfacher. Werde ich übrigens so beibehalten, ne? Also wenn hier irgendwelche katastrophalen Sachen passieren, die irgendwie 3 Stunden dauern zu ersetzen oder so, dann werde ich mich mit Sicherheit nicht hier hinsetzen und diesen 3-stündigen Frust überleben. Sondern ich werde dann einfach die Aufnahme an der Stelle beenden und neu laden und fertig. Denn hier Hardcore-Game hin oder her, aber ich mag jetzt nicht hier so extrem übervorsichtig spielen, dass hier nie was passieren kann. Und dann damit leben, weil das ist halt einfach für eine YouTube-Aufnahme totaler Dreck, weil. Entweder A, ich lebe mit der Situation und nutze das einfach aus und habe dann aus, ich sag mal jetzt beispielsweise einem Autounfall, den ich habe, wo ich sterbe und dann 3 Stunden dahin latschen muss, oder sagen wir mal realistisch gesehen 1 Stunde, ne? So Möglichkeit A ist, ich habe dann diesen Autounfall und habe dann erstmal 1 Stunde, also sprich 2 Folgen, wo ich das gnadenlos aufnehme, wie ich nur die B-Taste gedrückt halte und durch den Wald laufe. Was für mich totaler Bullshit ist, sowas will ich nie hochladen. Außer ich spiele Arma, da laufe ich auch den ganzen Tag nur rum. Aber da schneide ich es dann wenigstens einigermaßen. Oder ich habe diese Stunde private Spielzeit, das heißt, ich breche die Folge im Prinzip an der Stelle ab. Entweder ich lade dann eine halbe Folge hoch oder ich schneide 2 Folgen zusammen mit dieser Unterbrechung dazwischen von 1 Stunde, die ich dann aber in meiner Freizeit einfach so machen muss, was mir auch keinen Spaß macht, 1 Stunde lang die B-Taste zu drücken und hoch und dabei zuzugucken, wie der Typ halt gerade ausläuft. Das sind im Prinzip beide schlechte Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit ist halt, Spiel neu laden und gut ist, dann hat man seine Ruhe. So.
Jetzt kommt die große Frage. Wo finde ich jetzt irgendwas, womit ich diesen Mist da aufkriege? Wagenheber wohl eher nicht. Was haben wir hier? Federbeine und all so ein Kram, da kann ich nichts mit anfangen. Den Werkzeugkasten hatte ich draußen liegen lassen, ne? Den können wir schon mal mitnehmen zum Ausprobieren. Was war denn da nochmal alles drin? Ging das offen? Ach, hier ist jetzt ein Lineal drin. Oh. Ich komme. Ja, bitte. Gerne. Wo denn? Da, okay. Da ist... Geradeaus, geradeaus und dann rechts. Jawohl, wird erledigt, Chef. Was soll ich denn mit dem Lineal? Hier sind schon mal Kabel, das sieht man, das ist gut. Okay, es gibt neue Werkzeuge, von denen ich keine Ahnung habe, was ich damit soll. Klappst du dich zu, bitte? Danke. Guckt euch das an, wie der Kanister hier rumschwebt. Kanister. Werkzeugkoffer. So. Du kannst da rein. Was haben wir denn noch, was hier funktionieren könnte? Verdächtige Objekte. Spritkanister wohl kaum. Wobei man könnte versuchen, das anzuzünden. Gibt es hier mittlerweile Feuerzeuge? Ihr lacht euch bestimmt kaputt, auf was für bescheuerte Ideen ich komme. Kann ich die Axt von da hinten mitnehmen? Wo ist mein Motorrad? Eine Terrassentür zumachen. Ich habe gehört, über der Terrasse brechen sie immer ein. Ich lasse sie mal nur vorne offen, weil da kommen die Einbrecher nicht so rein. Habe ich alles so gehört. Ich glaube, das dauert jetzt länger, zu dem Motorrad zu rennen und das Motorrad hier aus der Ecke rauszuholen, als einfach darüber zu latschen. Bleib stehen. Ram, tap, 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 tap. Licht brauchen wir jetzt gerade nicht. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingsfahrzeug. Oh boy. Vielleicht ein bisschen weitsichtiger hier. Dass das so lange brauchen, das Ding wieder aufzustellen, ist ein bisschen ätzend. Nicht umfallen. Aha. Steh auf. Sieht irgendwie behindert aus, was ich hier gerade mache. Aber ich finde das Geräusch von dem Motorrad total genial. Hört sich halt richtig cool an. So, dann will ich hier runter. Jetzt können wir auch erstmal den Sprithahn zumachen, wollte ich sagen. Diesmal stelle ich das mal hier vorne hin, weil ich glaube, da hinten in der Ecke hat das nichts zu suchen. Oh. So, wunderbar. Steht perfekt. Alles geplant. Türen bleiben wie immer alle offen, damit die Einbrecher nicht kommen. Axt da rein. Tür zu. Fahrmodus. Vorglühen brauche ich nicht. Ratatam. Oh, fuck you. Ich komme. Nicht auflegen.
Oh, da, okay. Gegenüber von der Werkstatt und da hinten. Jawohl, wird ja auch erledigt. Das ist jetzt hier die Phase, wo die Dinger alle voll sind anscheinend, ne? So. Ach, den Kofferraum von meinem Bus habe ich auch offen gelassen. Halb so wild. Zieht da wenigstens mal wieder ein bisschen frische Luft durch. Mein Tank ist ja bald leer. Oh boy. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen weniger hochdrehen hier den LKW. Das könnte helfen, etwas weniger Sprit zu verbrauchen. Problem ist, dass ich diesen Drehzahlbegrenzer auch ganz gerne als Geschwindigkeitsbegrenzer benutze, indem ich einfach in den niedrigeren Gängen bleibe und damit eine gewisse Maximalgeschwindigkeit nicht überschreiten kann, weil dieser LKW wird ab einem gewissen Punkt irgendwie echt unkontrollierbar. Finde ich nicht ganz so nett. Aber wir ziehen das jetzt einfach mal durch hier. Ich fahre jetzt einfach im sechsten Gang. Anscheinend habe ich hier auch keine Power, um irgendwie zu beschleunigen. Wenn ich hier LKW fahre, das erinnert mich irgendwie an das alte King of the Road. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch das kennt. Das ist auch so ein LKW-Spiel, wo man halt Ladung von A nach B bringen muss. Ähnlich wie Euro Truck Simulator wäre jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Also überhaupt eigentlich nicht ähnlich wie das Spiel, weil die Map ist deutlich kleiner. Die Map ähnelt eher der Map hier, also auch von der Grafik her. Und die LKWs auch. Vom Innenraum her und von der Grafik her. Es ist halt ein deutlich älteres Spiel als irgendeins von dem, was wir sonst so zocken. Das ist, glaube ich, Anfang 2000 oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt kein genaues Datum im Kopf. Ich rede auch gerade spontan darüber. Ich habe mir jetzt nicht darauf vorbereitet. Von der Map-Größe her ist das vielleicht etwas größer als My Summer Car, aber halt deutlich mehr Straßen, die man wählen kann. Und worum es im Prinzip geht, ist Frachten anzunehmen. Aber wie gesagt, also kein Sattelzug wie Euro Truck Simulator, sondern nur ein ganz normaler LKW mit Ladefläche. Sowas wie das Ding hier, was ich gerade fahre, nur halt hinten mit Container drauf und nicht mit einem Tank. Nein, Vince, mach das nicht. Nein, 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 nein. Ja, komm, gerettet. Halb so wild. Alles gut. Okay, ich steck, glaube ich, doch fest. Ja. Fuck, ich muss mir die Sache mal eben von außen angucken. Erstmal muss ich meine Scheibe hier einsammeln. Ist das nur die eine? Ne, die andere liegt hier. Also jedenfalls geht es darum, auf Zeit gegen andere Autos, KI-Fahrer in dem Fall, ich glaube Multiplayer-Modus hatte das nie, auf Zeit praktisch Ware von A nach B zu bringen. Und das war auch ein ziemlich cooles Spiel. Und das erinnert mich, dass jedes Mal, wenn ich hier My Summer Car spiele, wie gesagt, weil das halt von der Grafik irgendwie so ähnlich ist. Scheiße. Oh. Okay. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das könnte funktionieren. Wo war noch mal hier Axel? So, Achse runter. Und das Diff kannst du auch zumachen. Keine Chance, ich habe keinen Bodenkontakt. Scheiße.
Hey, was soll denn das? Ich habe das Diff doch gesperrt. Ich heb mal die Achse wieder hoch, vielleicht hilft das. Oh, ich werd gerade übelst durstig. Lass mich da rein. Jawohl. So, die Achse wieder hochfahren. Ja, das könnte funktionieren. Das wird eine lange Folge anscheinend. Weil das wird hier so erstmal nichts. Aber ich will euch jetzt eigentlich auch nicht so hängen lassen. Ich hoffe, dass ich das hier irgendwie noch hinkriege. In den letzten paar Minuten. Dass wir wenigstens das Wrack aus der scheiß Scheune holen können. Keine Chance. Ich muss doch nur ein Stück darüber. Hier, diese beiden Bäume sind doch so kacke. Hier hang ich doch schon mindestens 15 Mal dran oder so. No chance. Ja, das war gerade die einzige Chance, die ich da irgendwie gekriegt habe. Konnte man... Wir sind nicht bei Spin Tires, oder? Nee, leider nicht. Hi Vince, was hast du da wieder gemacht? Kann mal irgendeiner eine Winde an diesem LKW montieren, bitte? Geben wir es nochmal einen Versuch. Mann, lass mich hier rein. Arg. Danke. Sieht immer so einfach aus, wenn man einmal reinkommt. So. Ne. Ich das TV aufmache. Keine Chance. Was schafft er denn so, der LKW? Gucken wir mal auf den Tacho. Ja, 70, 75. Oh, warte mal, ich glaube, ich kriege hier gerade Bodenkontakt. Nee. Tja. Das sieht schon wieder ziemlich kacke aus gerade, ne? Meine Scheiben fallen vorne aus dem, ja, Fenster, würde ich fast sagen. Ich kann die Handbremse von draußen. So eine Scheiße. Ich habe vorhin noch davon gesprochen, wenn man hier eine Stunde beschäftigt ist, ne? Aber... Ja gut, andererseits habe ich im Prinzip in dem Spielstand hier nichts erreicht. Komm schon, befreie dich jetzt. Das sieht gut aus. Das sieht besser aus als gerade, glaube ich. Ja, Stress ist volle Pulle.
feels bad. Ja, meine Herrschaften, ich würde sagen, das ist ein Scheitern, aber mir ist gerade eine Idee gekommen. Nicht die beste Lösung, aber eine Lösung. Ich kann euch leider auch keinen Einfluss darauf geben, weil ich gleich noch eine Folge hinterher aufnehme. Was ich machen werde ist, ich werde versuchen, einen möglichst guten Kompromiss zu finden. Weil wir haben in dieser Folge im Prinzip nichts gemacht, außer den LKW nehmen, dahin fahren und feststellen, dass es nicht funktioniert. Das heißt... Ey, helf mir! Das heißt, was ich in der nächsten Folge machen werde, ist den Spielstand laden, also praktisch vom Anfang von Folge 3, mich in den LKW setzen, zusammen mit der Axt, ohne das Werkzeug, aber mit der Bierkiste, und zu der Hütte hinfahren und dann die Aufnahmetaste drücken. Weil dann sind wir ungefähr an dem Stand von vor 20 Minuten, als ich da hingefahren bin und kein Werkzeug dabei hatte. Und ich denke, das ist ein fairer Kompromiss, weil wie ihr seht, kriege ich den LKW da jetzt so ohne weiteres nicht raus. Mein Stress ist auf volle Pulle. Ich weiß nicht, wann dieser Typ an einem Herzinfarkt oder so stirbt, weil er zu viel Stress hat. Das heißt, ich weiß es noch nicht mal, ob ich das jetzt schaffen würde, nach Hause zu latschen. Die scheiß Scheiben fallen mir hier aus dem LKW raus und alles. Und ja, ich weiß nicht, warum der Typ jetzt die ganze Zeit hier rumflucht, weil ich drücke jedenfalls keine Taste, ich stehe nur noch hier rum. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem über das Video sehr gefreut. Ich hoffe, ihr seid mit meinem Plan einverstanden. Denn, wie gesagt, ihr habt leider keinen Einfluss drauf, weil ich das nächste Video jetzt gleich in 10 Minuten, wenn ich ein bisschen Pause gemacht habe, aufnehmen werde. Und ich hoffe außerdem, dass die nächste Folge deutlich besser wird und dass wir zumindest mal dieses Wrack zu dem Typen hinkriegen. Das wäre echt mal entspannend. Ansonsten, ich bin der Vince. Ciao.